Also die Erwartungen waren natürlich, man ist immer sehr nervös, neue Lieder sind draußen, die Reaktion auf unser neues Album war von unseren Fans waren super. Trotzdem ist es live immer ein bisschen anders. Man weiß nie, welches Lied wird am besten ankommen live. Weil auf einer Platte ist es natürlich anders, wenn man irgendwie zu Hause sitzt oder im Auto und sich das anhört, als wenn man plötzlich vor der Bühne steht und die Band rockt dich ja direkt an. Das kommt sehr, sehr, sehr gut an. Ich habe auch das Gefühl, je länger das Album draußen ist, desto besser sind die Textkenntnisse von unseren Zuschauern. Sogar gestern in der Schweiz, waren die Leute richtig gut. Ich kenne die. Ich weiß, ihr habt normalerweise immer so, ich bin nicht so textsicher. Das ist, weil ich halt so viele Gedanken im Kopf habe. Aber ich kenne die. Und ich kenne die Texte viel besser als jeder einzelne Zuschauer. Das ist schon mal sehr gut. Tour läuft auch gut, um auf die Frage zurückzukommen. Das ist jetzt heute das achte, neunte? Glaube ich. Achte Konzert. So. Wir sind alle wohlauf, wir sind alle gesund, wir sind alle fit, auch wenn es jetzt im Moment nicht so aussieht. Wir sind fit, wir feiern ab und zu mal ganz gerne und sind aber mit allem total glücklich und zufrieden. Ja, wir sind fit, das ist der Ralf vergisst immer, wie es der Sängerin geht, weil die Sängerin denkt natürlich kein Mann. Mein Rücken ist ein bisschen im Eimer. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber gestern konnte ich mich kaum bewegen. Trotzdem bin ich auf die Bühne gegangen. Es ist mir sogar ein bisschen besser gegangen. Ich spiele halt die brave Rolle. Ich gehe nach dem Konzert heiß duschen und dann in mein buntes Pyjama ins Bett. Heute habe ich mir extra einen neuen Film besorgt, den ich mir nach der Show anschauen möchte. Deswegen, wie gesagt, heiße Dusche, rein ins bunte Pyjama, rein in den Bus unter die Decke, auf mein Superkissen und Film gucken. Und wir Jungs haben uns eine frische Flasche Wodka besorgt. Also ich finde natürlich, ohne meine Texte kann es nicht funktionieren, denn das ist wirklich eine Redbox. Also ich schreibe zu großen Teil schon sehr autobiografisch, vermische das natürlich mit irgendwelchen anderen Sachen, was meine Freunde erlebt haben, was meine Jungs erlebt haben oder manchmal auch so ein bisschen denke ich mir ein paar Sachen dazu, aber das ist auf jeden Fall ein sehr großer Teil von Die Happy in den Texten. Das ist meine Redbox. Bei mir jetzt im speziellen Fall natürlich weniger textlich, das überlassen wir natürlich auch ganz gerne Martha. Musikalisch ist es wahnsinnig energiegeladen. Ich glaube, die größte Portion Energie auf einem Da Happy Album überhaupt. Viel Double Bass, viel tiefe Bässe, viel verzerrte Gitarren, eine schreiende Martha. Und das ist für mich die Redbox, die ist in erster Linie total kraftvoll nach vorne. Liebe zum Leben sozusagen. Ihr habt doch gesagt, ihr seid wieder so ein bisschen back to the roots gegangen mit dem Album. Man hört auch so das alte Die Happy, sag ich mal, so ein bisschen durch mir wird immer vorgeworfen, so ja, du bist musikalisch voll in den 90ern stehen geblieben. Yeah. So, was hat sich für euch seitdem, seit den guten alten Zeiten in Anführungszeichen, sag ich mal, was hat sich musikalisch jetzt für euch verändert seit der Zeit? Es ist immer ganz schwierig in Worte zu fassen. Ich könnte es mit Worten jetzt nicht beschreiben. Man hört immer wieder neue Musik, man lässt sich durchs Leben beeinflussen und dann geht man im Proberaum in sein Instrument und dann kommt das raus, was rauskommt. Deshalb bin ich kein Texter. Bei uns Musikern, da spricht eben das Instrument aus uns. Zu den Texten muss Martha sich äußern. Nee, ich finde musikalisch sowieso. Ich meine, wir sind unserem Musikstil mehr oder weniger treu geblieben. Klar machen wir immer wieder kleine Ausflüge, die manche als nicht gerade sehr innovativ beschreiben. Für uns ist es innovativ. Wir sind eben so. Wir sind vier Menschen, die alle doch auch sehr gerne unterschiedliche Musik hören. Unser Schlagzeuger zum Beispiel hört gerne Hip-Hop, was ich gar nicht kann. Und also die Vorlieben sind ein bisschen anders. Ich stehe eher auf das Schräge. Unser Gitarrist und unser Schlagzeuger stehen eher auf das Gerade, sage ich jetzt. Ralf würde 7 Minuten lange Lieder schreiben, wenn er dürfte. Und wenn man halt diese ganzen vier Köpfe zusammen macht, dann gibt es einfach diesen Die Happy Sound, den wir machen. Und ich muss sagen, ich finde es auch gut bei uns. Ich finde es gut bei anderen Bands, wie bei Fantas oder Madonna, die sich ständig mit jedem Album irgendwie neu erfinden. So sind wir aber nicht. Und ich bin eigentlich glücklich auch so. Wir haben unsere Fans, die uns seit 17 Jahren oder mindestens 10 Jahren schon treu sind und das ist, was uns am meisten Spaß macht und uns zu verbiegen in irgendeine innovative Richtung, nur um den Zug des Geistes der Zeit zu erwischen, das wird uns keiner abnehmen. Mhm. Das kommt drauf an. Ich glaube,
Man muss natürlich eine ordentliche Portion Glück haben, dass man im richtigen Ort, am richtigen, also im richtigen Moment ist. Und man muss auch irgendwann irgendwas in der Musik machen, was die Leute halt, was die Leute mitnimmt. Es gibt super viel gute Musik auf dieser Welt. Zu super vielen Bands würde ich sagen, Bands, die Welt nicht braucht, wenn man das schon tausendmal gehört hat. Ich glaube, das kann man fast über jede Band sagen, bis auf Bands wie Rammstein oder schon die besagte Madonna. Musik wiederholt sich. Ich meine, es gibt nur diese paar Töne und diese paar Harmonien. Was soll man da auch irgendwas Neues machen? Aber schwieriger ist es in dem, dass man als Band einfach, als Newcomer-Band nicht mehr so viel Möglichkeit hat, live zu spielen, wie wir es hatten. Wir dürfen wirklich in jedem Schuppen spielen. Haben zwar für eine Pizza, vielleicht, wenn wir Glück hatten, noch Spritgeld gespielt. Aber das war das, was uns, glaube ich, so weit gebracht hat, dass wir nie aufgehört haben. Und das ist eben das Problem bei vielen anderen Bands, dass sie sofort aufgeben. Ich habe sowas Ähnliches schon in Tschechien gemacht. Es hat mir einfach tierisch viel Spaß gemacht. Und ich dachte mir, ich meine, wer könnte besser urteilen? Also von Menschen in meinem Alter, ich habe 17 Jahre Band-Erfahrung hinter mir. Und ich finde, dass es endlich an der Zeit ist, dass auch Rockmusiker in die Jury kommen. Steven Tyler hat es mir nachgemacht. Er hat sich's angeguckt hier in Deutschland und dachte sich dann, ey, American Idol hat da angerufen, tierisch viel Geld abkassiert. Das habe ich leider nicht, seine Gage. Aber ich finde, es ist an der Zeit. Ich finde, es ist nämlich eine der letzten Möglichkeiten für Leute, die jetzt nicht so gute Connections haben oder gute Möglichkeiten haben, sich irgendwo zu zeigen. Es ist eine der wenigen Möglichkeiten, auf sich aufmerksam zu machen. Definitiv. Und ich muss auch sagen, dass egal bei welcher Castingshow, es gibt immer super, super viele Talente dabei. Also so ein Tag, den verbringen wir zu 7 Stunden im Bett. Zu 2 Stunden, zu 2 Stunden auf der Bühne und die restliche Zeit, glaube ich, verbringen wir im Netz. Also wir saßen vor kurzem hier im Backstage, die Band, die Techniker, alle so auf dem Sofa und jeder irgendwie mit seinem Laptop. Wir haben nicht miteinander geredet, wir haben nur über das Internet miteinander kommuniziert und halt mit der Welt draußen. Also es hat für uns einen ganz großen Stellenwert. Wir lieben Internet, das ist echt eine Möglichkeit, wo man echt den Fans irgendwie alles mitteilen kann. Ich bin seit kurzem ständig bei Facebook und sage den Leuten, was ich gerade im Backstage mache und so weiter und so fort. Ich finde es super lustig, auch wie sie antworten und so weiter. Und ich meine, ich bin mittlerweile wirklich auch so, dass ich lade mir komplett meine CDs bei iTunes runter. Ich bin sogar dabei, mir da Filme zu kaufen. Heute durfte ich das nicht niemandem erzählen, aber hier ist halt Internet für alle, nur eine Leitung. Und ich habe während des Abendessens mir 2 Stunden lang... Das ist aber das so lahm heute. Ja. Hab mir halt einen Film bei iTunes gekauft und runtergeladen, auf den ich mich freue. Mein YouPorn-Film hat ewig gebraucht, bis der geladen war. Du Schwein. Verliebt euch in die Sängerin? Nee. Man muss sich respektieren. Wenn du irgendwie 4 fremde Menschen zusammentust, und das ist bei jeder Band, entweder man kennt sich aus der Klasse oder man hat irgendwann im Proberaum überall Zettel, suche Schlagzeuger, suche Bassisten, was weiß ich. Es treffen sich oft fremde Menschen einfach. Und natürlich hat jede Macken, bis auf mich. Sind alle immer wieder komisch. Ja, in die andere Richtung. Unperfekt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, die Macken so schnell wie möglich rauszufinden und die abzuhaken unter, okay, der Mensch macht das nicht absichtlich, so ist es einfach. Wir wissen auf eine Tour, mit wem wir morgens nie rechnen dürfen. Wenn der reinkommt, dann darf man den nie guten Morgen sagen. Oder wenn man sagt, bekommt man nie eine Antwort, man darf sich nicht aufregen, dass der andere irgendwie auf die Sprüche doof reagiert, dass der andere, wenn wir auf Tour sind, immer krank ist und die ganze Nächte durchhustet und so. Man muss das halt so abhaken als, so ist das, so ist es immer gewesen, so wird es immer sein. Und sobald man das akzeptiert, dann weiß man das. Dann kann man das abbuchen unter, oh Gott, das ist schon wieder ihr doofer Tag. Martha hat Rückenschmerzen, sie ist beschissen drauf, hört keiner zu. Und ich komme und sage auch, Leute, mir geht's beschissen, ich bin heute mega zickig. Tut mir leid schon, wenn ich zickig sein soll. Und das funktioniert. Und die Leute lassen sich dann in Ruhe, du musst dich dann nicht aufregen. Weil du dich vorher schon entschuldigst zum Beispiel. Und dann natürlich für junge Bands, nicht aufhören, wirklich, wirklich ständig dabei zu bleiben, spielen und professionell zu sein.
Das ist, was viele Bands vergessen. Die spielen dann einmal irgendwie Support auf irgendeinem Festival um 12 Uhr mittags, wo abends Linkin Park spielen oder so. Und die denken sich schon, oh, wir haben es geschafft, wir sind ganz groß, machen Backstage-Raum kaputt, probeln die Frau an, die für die irgendwie Catering macht. Dann kommt der Veranstalter und die sagen, ey, sind wir nicht geil, weil die irgendwie total besoffen sind. Die werden nie wieder gebucht. Das hat sich wirklich immer bei uns ausbezahlt. Uns immer zu bedanken, immer pünktlich zu sein, nie zu überziehen, genau uns drauf halten, wie lange wir spielen sollten. Und die Leute buchen dich gerne wieder. Und abends früh ins Bett zu gehen. Nur für die Sängerinnen, sonst geht die Stimme in Eimer. Aber ich bin das ganze Jahr nicht krank gewesen, ich muss es jetzt ausbaden, deswegen ist meine Stimme ein bisschen angeschlagen. Genauso wie mein Rücken, aber so ist das Leben. Zumindest bin ich gut drauf heute. Zicke. Super.